3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie sollen kommen, wenn es nach der Petition des SOVD Sozialverband Deutschland geht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, ich mache es mal so für alle Rentnerinnen und Rentner. 21 Millionen in Deutschland schlägt natürlich mein Herz als gerichtlich zugelassener Rentenberater, Sozialrechtler mit Leib und Seele. Und ich freue mich über das große Engagement des Sozialverbandes Deutschlands SOVD im Zusammenhang mit deren Forderung zur Zahlung der Inflationsausgleichsprämie. Meine Damen und Herren, 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben seit 2021 knapp 16 Prozent Inflation gehabt. Das sind irrsinnig hohe Beträge. Und die Renten sind aber nicht so hoch gestiegen. Das heißt also, meine Damen und Herren, alleine die Inflation im Jahr 2022 mit fast 7% und im Jahr 2023 auch nochmal mit über 6% haben da richtig reingeschlagen, meine Damen und Herren. Ja, und ähm, viele von Ihnen brauchen das Geld, haben das Geld bitter nötig und es ist völlig unerklärlich, völlig unerklärlich, wieso zum Beispiel. Ähm, Ministerinnen und Minister, Bundestagsabgeordnete, pensionierte Beamte, denen ich das wirklich herzlich gönne, den Beamten gönne ich das wirklich. Bei meinen Ministern bin ich mir da nicht so ganz äh, im Klaren, ob ich denen das gönne, ähm, warum Rentnerinnen und Rentner das nicht bekommen, aber die Berufsgruppen dort bekommen das. Und andere bekommen das auch, meine Damen und Herren, aber Rentner sollen ja leer ausgehen. Und die lächerlichen, ich sage es wirklich, die lächerlichen 4,57% Rentenerhöhung, die es dieses Jahr zum 1.7.2024 geben soll, reichen hinten und vorne nicht aus. Meine Damen und Herren, jetzt höre ich aber auf mit meckern, denn ich möchte Ihnen natürlich auch sagen, wo Sie sich beim äh, SOVD melden können. Ich bekomme da die Anfragen rein. Wo kann ich da unterschreiben? Wo kann ich online mitmachen? Und das mache ich jetzt mal mit Ihnen gemeinsam. Ich unterschreibe das jetzt mal online gemeinsam beim SOVD, denn ich bin da auch dabei. Ich möchte auch mit meiner Stimme dafür sorgen, dass Sie 23 Millionen Rentnerinnen und Rentner, äh, 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland auch bis 3.000 Euro Pole Inflationsausgleich bekommen. Schauen wir mal auf die Internetseite vom Sozialverband Deutschlands. Also, meine Damen und Herren, das hier ist die Internetseite vom SOVD und zwar die Startseite. Ja, also Sie geben im Internet bitte ein www.sovd-sh.de. Dort kommen Sie auf die Startseite und auf der Startseite sehen Sie dort äh, diesen älteren Herrn, der da so ganz nett schaut. Und dann haben wir da drunter das, den roten Button 3.000 Euro für Rentnerinnen und Rentner jetzt. Ausrufezeichen und da steht drunter jetzt hier können Sie mitmachen. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und dann sehen wir die Dame hier im Hintergrund und dann erklären die da noch mal ein bisschen was und dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie scrollen da ein bisschen runter. Sie können einmal ähm, die Inflationsprämie hier unterschreiben, da müssen Sie in eine, sich in eine Liste eintragen. Ich habe das mal hier ausgedruckt, also hier mal aufgemacht. Ja? Das müssen Sie ausdrucken und dann äh, dem SOVD schicken. Das würde ich aber an Ihrer Stelle nicht machen. Das ist viel zu umständlich aus meiner Sicht, sondern Sie können die Petition hier online unterschreiben, meine Damen und Herren. Also ich äh, klicke nochmal. Äh Klick nochmal hier drauf. ja. Sie können die Petition, wenn Sie hier draufklicken, online unterzeichnen. Dann geht dieses Fenster auf. Und aktuell haben 22.292 Menschen unterschrieben. Und der Peter Knöppel, der macht da heute auch mal mit. ja. Also, was heißt auch mal mit, sondern ich bin einfach mit dabei. So, Peter Knöppel, Nachname, äh, dann P. No, Apple, ähm, nee, Kontakt, at Rentenbescheid, 24.de und die Postleitzahl ist 06108 Halle. Na? So, ich bin in Deutschland und jetzt unterzeichne ich das. So, und ich hoffe, dass das jetzt hier wirklich funktioniert. Sie sehen, wir haben dir eine E-Mail zur Bestellung deiner. Teilnahmen geschickt. Deine Unterschrift wird erst gezählt, wenn du den Bestätigungslink äh, geklickt hast. Meine Damen und Herren, das werde ich natürlich jetzt gleich noch tun. Ähm, aber ähm, da muss ich jetzt, müsste ich jetzt meinen E-Mail-Account aufmachen. Das will ich jetzt nicht tun. Aber letzten Endes ist es einfach so, wenn Sie jetzt ähm, das genauso tun, dann werden Sie selbstverständlich hier mit dabei sein. Also meine Damen und Herren, einfach hier auf die Online-Petition, hier wo meine Maus ist, draufdrücken, hier. Unterzeichnen Sie bitte online die Petition und dann füllen Sie bitte dieses Fenster hier auf. Gucken Sie, jetzt sind es sogar schon 22.310 und ähm, ich habe hier sogar schon mitgemacht, ja. Sie sehen es also auch und äh, letzten Endes äh, können Sie dann Ihre Daten hier eingeben und dann ist Ihre Unterschrift auf der Online-Petition. Meine Damen und Herren, das ist eine ganz einfache Geschichte ähm, und dient letzten Endes dazu, dass Sie auch die Chance haben, die 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie als einmalige Zahlung zu bekommen. Ich finde, das, was der SOVD hier macht, ist wirklich spitzenmäßig. Und ähm, danke an die ähm, Initiativersteller vom SOVD. Das haben sie wirklich prima gemacht im Sinne unserer Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die das Geld wirklich sehr gut gebrauchen können. Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass es die Kohle nicht gibt. Hoffen wir das Beste, dass ähm, es zu einem Umdenken in der Politik kommt, dass die Petition richtig viele Leute erreicht. Also bitte drücken Sie fleißig auf die Unterschrift drauf. Ähm, teilen Sie bitte hier die entsprechenden äh, Links. Schicken Sie es an Ihre Arbeitskollegen. Seien Sie solidarisch bitte mit den Rentnerinnen und Rentnern. Die haben auch hart dafür gearbeitet, dass unser Land jetzt so gut dasteht, wie es jetzt dasteht, mit viel Reichtum, mit viel ähm, Sozialem und äh, mit vielen Dingen. Also lassen Sie die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland nicht hängen, sondern unterschreiben Sie fleißig, damit die Petition auch erfolgreich werden kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.